Was geht ab, meine Freunde? Wir sind wieder in aller Munde und willkommen zum zweiten Teil des Zalando Unboxing Special. Den ersten Teil werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Falls ihr jetzt neu zugeschaltet habt, eine Freundin von mir, die bei Zalando arbeitet, hat mir ein Überraschungspaket hier hingeschickt und ich mit Süßigkeiten natürlich drin, wie ihr hier sehen könnt. Das habe ich im ersten Teil vorgestellt. Und im zweiten Teil werde ich euch die restlichen Süßigkeiten vorstellen. Freunde, lange Rede, gar keinen Sinn. Fangen wir doch mal direkt an. Das packe ich nochmal kurz zur Seite. Und gucken wir uns die restlichen Süßigkeiten an. Da haben wir einmal noch diese Take 5 mit Erdnussbutter und Karamell und Brezel natürlich drinne. Dann haben wir noch hier zwei Mentos-Stangen und diese Reese's mit auch hier Erdnussbutter, Schokolade. Also es ist sehr nusshaltig. Aber nichtsdestotrotz wird es bestimmt alles sehr gut schmecken. Ich werde wahrscheinlich mit den Reese's hier anfangen. Von denen habe ich schon so viel gelesen und gehört. Das müsste, glaube ich, aus Amerika sein. Seht es euch an. Ja, okay, durch das ganze Licht hier ist es schon ein wenig geschmolzen. Okay, es sieht... Ja, wie soll ich sagen? Ich sag dazu erstmal gar nichts. So, schneiden wir das Ganze mal auf. Da haben wir einmal diese Nüsse, Erdnussbutter und die Schokolade drumherum. Und yes, mal gucken, wie das Ganze schmecken wird. Ich selber hab's noch nie gegessen. Sehr lecker. Ihr müsst euch vorstellen, also erstmal generell, die Schokolade ist sehr locker und weich. Die Erdnüsse sind auch sehr dezent. Und Karamell am besten drin. Also Karamell ist sehr, also es harmoniert ganz gut, all diese drei Sachen zusammen. Und der Karamell ist nicht so penetrant im Geschmack her, oder vom Geschmack her. So, womit kann man das vergleichen? Das erinnert mich ein wenig an Lime von Nestle. Nur, dass da bei diesen Reese's nochmal so Erdnussstückchen drin sind. Und das Ganze finde ich sehr gut, finde ich sehr lecker. Das tue ich erstmal kurz zur Seite. Und dann werde ich erstmal mit diesen Take 5 weitermachen. Mit den Erdnüssen auch wieder, mit der Brezel und mit dem Karamell. Da bin ich nochmal sehr gespannt, so wie das Ganze hier ausschauen mag. Okay, da sind hier so zwei kleine Teile, sehr mundgerecht. Das Ganze werde ich auch mal schnell aufschneiden. So sieht das Ganze von innen aus. Wir haben einmal die Schokolade drumherum, dann Karamell und darunter die Brezel. Und yes, let's go. Freunde, sehr lecker. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Also, wie soll ich das beschreiben? Ich habe jetzt kein Produkt im Kopf, womit man das vergleichen könnte. Also, wir haben einmal die Schokolade. Es ist ganz normale Vollmilchschokolade. Dann haben wir Karamell, auch alles ganz easy, ganz normal. So, jetzt kommt der Clou. Wir haben auch hier wieder salzige Nüsse drin und dann die Brezel. Die süße Schokolade und das Salzige harmoniert ganz gut zusammen im Mund. Und dann nochmal mit der Brezel, das lockert das Ganze mal ein bisschen wieder auf. Und diese Kombination schmeckt sehr gut. Deswegen bin ich auch sehr verwundert, wie ihr gerade auch hören konntet, beziehungsweise bei meinem Schmatzen. Sehr, sehr, sehr lecker. Das sind diese Take 5. Wenn ihr die probieren könnt, irgendwo ergattern könnt, irgendwo bestellen könnt, ich habe keine Ahnung wo, im Internet, bei Amazon oder bei eBay oder bei keine Ahnung was, holt es euch. Sehr lecker. Also gerade für die Schokolade, geil. So, dann kommen wir zu den letzten Sachen. Wir haben einmal hier noch Mentos. Mit Strawberry Mix, da habe ich euch schon mal im ersten Video ein bisschen versprochen. Also es ist alles Erdbeergeschmack. Nur gibt es dann drei Geschmackstypen oder das ist einmal, wir haben einmal süße Erdbeere, dann haben wir einmal Original und einmal nochmal sauer. Da bin ich mal gespannt, ob man das irgendwie unterscheiden kann. Und dann haben wir nochmal Mentos Tutti Frutti. Yes. Ich fange mit Tutti Frutti nochmal an. So, eins habe ich mir schon mal aufgemacht. Das ist hier Tutti Frutti. Dann einmal kurz rein. Nein. Ah. So. Ups, da ist es. Na? Es riecht sehr stark nach Kaugummi, also der Duft kommt mir gerade gut entgegen. Ja, keine Füllung. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze schmecken wird. Ist denn hingefallen? Tutti Frutti. Schmeckt gut. Sehr fruchtig. Vom Geschmack her, Tutti Frutti. Sehr süß. Das hat vom Geschmack her halt Tutti Frutti, das ist vergleichbar mit einer Bum Bum Eis sogar. Sehr gut, also das Rote drumherum vom Bum Bum Eis schmeckt genau danach. Sehr geil. Noch eins hinterher, um sicher zu gehen. Wie vom Bum Bum Eis. Sehr gut. So, machen wir direkt weiter mit dem Strawberry Mix. So,
Also wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob man das ganz unterscheiden kann. Da hast du noch verschiedene Farben. Haben wir schon mal. Okay. Zwei Farben. Also es gibt wahrscheinlich nur zwei Farben. Ich werde jetzt nicht alle aufmachen. Wobei, doch. Wir haben einmal diese drei Farben. Und ich habe keine Ahnung, was was ist. Deswegen werden wir es nachher sehen. Ich probiere erstmal hier das hellere. Mhm. Ich glaube, das hellere war jetzt das normale. Mhm. Das schmeckt ein wenig wie die Shakies, die Mentos, die wir, die Karl und ich mal probiert haben. Das war ja auch eine Special Edition, Sommer Edition, die Milchshake. Sehr lecker. Machen wir direkt weiter und fangen erst mal den hier. Okay, auch klar wieder Erdbeergeschmack. Ist ein bisschen süßer. Haut mich aber jetzt nicht so vom Hocker, ehrlich gesagt. Und das ist halt das, was man von Mentos erwartet. Und jetzt gucken wir die hier. Die müssten eigentlich sauer schmecken. Also wenn man von den Farben hier ausgeht, ich weiß es natürlich nicht. Und von der es ist keine Füllung drin. Ja, es sind die sauren. Die sind sauer, aber jetzt nicht so sauer wie die anderen Sachen, die ich jetzt in den letzten Videos gegessen habe. Mittlerweile bin ich abgehärtet, muss ich sagen. Allerdings schmecken die trotzdem gut. Freunde, das war's jetzt auch schon. Ich habe jetzt alles durchprobiert, kurz zu meinem Ranking. Ich muss sagen, die Take 5... Die fand ich sehr interessant von der Mischung her, deswegen kommt das hier bei mir auf Platz 1. Dann haben wir hier noch diese Reese's, die kommen bei mir auf Platz 2 und die Mentos auf Platz 3. Liegt einfach daran, weil ich Schokolade mehr eher mag als solche Kaubonbon-Sachen. Aber ihr wisst, Freunde, das ist ja immer eine Geschmackssache, von daher könnte es auch bei euch natürlich auch anders aussehen. Yes, Freunde, das war das Unboxing-Special-Video. Vielen Dank nochmal für das Paket. Ich habe mich sehr gefreut. Liebe Grüße nach Berlin und yes, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr sagt, ja, das Video war nicht so cool, könnt ihr mir auch einen Daumen nach unten geben. Und wenn ihr weitere coole Fashion-Videos mit Kanu und mit mir sehen wollt, könnt ihr uns auch gerne ein Abo dalassen. Ich habe schon wieder zu viel geredet. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und ciao.